Pfandhäuser erleben einen enormen Ansturm in der Teuerungswelle. Immer mehr Menschen müssen ihr Hab und Gut, ihre Handys, ihren Goldschmuck verkaufen, weil sie sich teilweise Essen oder die Miete nicht mehr leisten können. Ich starte jetzt einen Versuch und werde mein iPhone 11 versuchen zu verklopfen. Jetzt hole ich mir das erste Angebot ein. Es geht ums mehr Verkaufen. Die Kunden kommen und verkaufen mir Geräte, so wie Laptop und Handys. Ne? Die Leute verkaufen mehr, weil sie jetzt momentan das Geld brauchen wegen der Teuerung. Ja. Wie ist das bei Ihnen genau? Wie viel mehr Leute kommen? Also täglich kriege ich schon 3-4 Handys zum Verkauf hier. Jetzt interessiert es mich, ich habe mein eigenes Handy dabei. Könnte ich das Ihnen ganz kurz geben und Sie sagen mir, was es wert wäre? Ich glaube, ich muss es entsperren mal. Was genau schauen Sie da? Wie viel Gigabyte der hat zum Beispiel? Der hat 128 Gigabyte Speicherkapazität und ist offen für alle Netze. Mhm. Und das Modell, also ist ein iPhone 11 gebraucht, muss ich nachschauen, was der Einkaufsliste bei uns also in etwa ist. Dann kann ich einen Preis ermitteln, je nach Zustand. Also ich schaue mir das Handy kurz an, ja. Ist zum Beispiel in gutem Zustand. 300 Euro. 300 Euro könnten Sie mir für das Handy geben. Werde ich auszahlen für. Sie möchten, da kann ich Ihnen zeigen, Sie haben ein 11er mit 128 GB und der ist frei für alle Netze, das ist auch wichtig. Und Batteriezustand ist auch wichtig. Das 98, es ist zwischen sehr gut und wie neu. 1128. Wie neue Pfandleihe bis 200 Euro kriegen Sie. 200 Euro würde bedeuten, dass ich das sofort bekomme? Sofort bekommst du die 200 Euro. Alles klar. Na, dann überlege ich es mir doch noch. Ich behalte mal das Handy, ich brauche es doch beruflich. Aber vielen Dank. Kommen mehr Menschen hierher, weil die Teuerung quasi sie dazu bringt, Sachen hier zu verkaufen? Ja, laut Statistik sind momentan plus 20% ungefähr. Aber dadurch auch wegen Teuerungen ist die... Also unser Verkauf ist jetzt geringer. Also wir verkaufen jetzt ein bisschen weniger wie voriges Jahr zum Beispiel. Was sind so Gegenstände, die die Menschen hierher bringen? Meistens Handy, also Technik, Tablets, Uhren, Gold, also viele Sachen, die wir annehmen. Könnten Sie kurz das System der Pfandleihe erklären für Leute, die sich nicht auskennen? Ja klar, also wenn Sie zum Beispiel, was habe ich da, wenn Sie zum Beispiel diesen Objektiv bei mir abgeben, und kriegen, sagen wir, 50 Euro, da können Sie innerhalb von einem Monat das Objektiv wieder zurückholen, zahlen Sie aber 9,10 Euro Gebühren noch zusätzlich zu den 50. So funktioniert das. Also da, aber Sie verlieren Ihren Gegenstand nicht, sondern Sie kriegen dann quasi mit Gebühr wieder zurück. Ich habe mir jetzt zwei Angebote eingeholt für dieses iPhone 11. Einmal würde ich 300 Euro bekommen, beim zweiten Mal nur 200 Euro. Eine Differenz von 100 Euro, die schon beachtlich ist. Es gilt, mehrere Angebote einzuholen. Dazu rät auch die Schuldnerberatung Finanzbildung. Die Pfänder-Gegenstände werden in der Regel unterbewertet, meist deutlich unter dem Marktwert, Zeitwert. Statt eigentlichem Wert 500 Euro für das Handy liegt der Schätzwert zum Beispiel nur bei 250 Euro. Im Vorfeld muss man gut überlegen, möchte ich wirklich einen Gegenstand verpfänden? Verzinsung ist oft verschleiert, es wird meist pro Tag verrechnet. Dies ist ungewohnt und man müsste es eigentlich auf das Jahr umrechnen. Die tatsächliche Verzinsung ist oft schwer nachvollziehbar und bei Umrechnung auf Jahreszinssätze im Verhältnis sehr hoch. Es ist eine kurzfristige Möglichkeit, um an Geld zu kommen. Vorteil, man haftet nicht persönlich, sondern verliert im Worst Case den Gegenstand. Lohnpfändung ist dadurch keine möglich. Wir empfehlen immer einen Vergleich von Angeboten und auch die Überlegung von Alternativen wie Flohmärkte oder Sozialmärkte. Wenn Pfandleihe, dann möglichst kurz halten, nur wenige Tage statt Wochen und Monate, weil die Kosten dadurch stark steigen. Sie rät auch dringend davon ab, in Panik zu verfallen während der Teuerung und das Hab und Gut in Pfandhäusern zu verschleudern. Ich persönlich würde, wenn ich dieses iPhone wirklich verkaufen würde, es auf Online-Plattformen stellen, denn da kann ich den Preis selber bestimmen.